Ekran! Ekranen geben dich ab, aus Wahnen wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott euch das Leben ranen. Mit Jünd S. Eduard Kiesbrecht. Welcome, liebe Freunde. Welcome to das Programm Ekran. Welcome, Johann, und auch welcome, Martha, und meine sehr schönen liebe Frau Heidi. Dankeschön, dass ihr alle von dir hier dabei seid. Von dir wollen wir von einem Thema wieder reden, was wir einmal von dir redet haben. Wir haben einmal von dir redet, wo wir kennen, als Personen geraten wurden. Jeder einer fragt sich, aber wir sind alle damit abgewachsen, wir wollen im Himmel, wir wollen im Himmel. Und du hast eine verschiedenste von dir hier. Und du hast einmal von dir redet, wo eine Person kann geraten werden. Also, wenn du interessiert bist, kannst du das Programm checken, was wir einmal getan haben. Aber dann kommen wir darauf, dass das Thema viel geraten ist. Und das ein wichtiger Punkt von geraten wurde, ist Frieden haben. Den innerlichen Frieden. Von daher wollen wir einfach bloß ans Durab darüber reden, was innerlicher Frieden ist. Und Johann, kannst du uns von daher mal vertellen, wo du innerlichen Frieden gefunden hast in deinem persönlichen Leben? Jo, ja, wenn ich mal wirklich den Frieden belebt, viele Menschen fragen mich vierten, wo ich nicht so viel anders sehe als ich sie, aber der Herr hat, Jesus hat mich verändert. Ich fühle mal in einer Stadt, in Sache. Ich sage nur, was in meinem Leben mir fehlt. Immer der Mensch sieht nur, was von der Welt erfüllt sein. Mhm. Und dann begegne ich mal ein Prediger. Uh-huh. Und dann frage ich dem mal eine Rot. Und dann bete wie taub über mein Leben. Ich frage mich viele Dinge an, wo ich in meinem Leben sage, dass ich bekehrt werde. Und dann bete wie taub. Und dann sage ich, von du war ich gut. Dann werde ich so leicht und ich freue mich so. Und du belebe dich mal einen Frieden. Mhm. Ein Fried wird nicht in Sinn nach, dann wenn sie wach gehen, aber groß man gejohnt und dann kommen die Jungen und Frauen, was jetzt dieser Schein? Und ich habe einfach nicht gedacht, aber ich fühle mich wirklich leicht. Und du erlebst mal in Frieden. Ja, und du hast Gott dort einfach ein Erkleben in die Nähe geplant, das war er uns versprochen hat, ich will ihm Frieden geben. Wenn's was sagt die Welt? Aber was kostet du von seiner? Nein, er wird mal sehr abhängig von einer Frieden. Wie sieht denn einer Frieden? Was ist Frieden? Und wenn er in der Welt checkt, das ist der Nähechen, oder Television checken, oder Nähechen lesen, schien es erst noch nicht Frieden. Aber das, das Bild, das einer kriegt, wie Jesus geboren wird, der Himmel dacht ab, so viele Engel wären da. Und weißt du, was er sehen wird? Frieden auf dieser Welt für alle Menschen. Mhm. Und wo kann das sein? Das ist die Erstlich, was meint dort? Frieden für die ganze Welt und die Menschen. Aber es ist der ähnliche Frieden, was wir kennen haben. Der sagt, das ist doch gleich nur der Frieden. Und wenn wir mit Christen, wahre Gebühren Christen, dass diese Frieden haben, dann ist wieder sein, was Frieden ist. Und was ich, was du sagst, kriege von den Nachrichten, dass, wenn ich nur fange an zu denken, in Wirklichkeit die Welt präsentiert, kriegt das jeden. Dort vielleicht ein Timer verloren nochmal. Sie sagen, sie möchten Menschen dort merken, oder angewiesen Menschen dort merken, um dort die Welt kann Frieden haben. Aber sie möchten so eine Sache tun, was die Bibel sagt, was wir nicht selber tun, um Frieden zu schaffen. Und dann wird das bloß mehr und mehr. Und das nimmt kein Eng. Eint und das steckt das andere an. Und die ganze Welt, das du sagst, du merkst einmal TV an, Anfried. Du merkst Radio an, die Nähekette, Anfried. Alles ist Anfried. In welcher wir dann in dieser Welt noch Frieden haben. Heidi, was kannst du uns sagen, wo wir von Bernhard keine Frieden haben, oder was uns helfen können? Ich denke, ihr schmeckt wie alles tun, dass wir uns lernen, vielleicht anzunehmen. Mhm. Das ist, und auch uns zu verstehen, wer sind wir als Menschen. Und uns auch zu vergeben. Dass wir wissen, dass alle unsere sind, die wie Jesus übergeben. Und wir können dort haben wir Frieden haben. Die alle Sünde oder die Sünde von dieser Woche oder von 5 Jahren, wir brauchen, wenn die will uns die auch immer waren im Kopf, die Soten, aber wir sollen immer waren da und denken, das ist Martha, sie, der Engel hat es gesungen, der hat es gesagt, Jesus ist gekommen, um uns Frieden zu geben und um all unsere Sünde wegzunehmen. Und wenn wir dort in uns Leben, uns jeden Tag waren, sei, wir haben nicht mehr die alle Sünde, wir können uns selbst vergeben. Auch wenn wir schlechte Sachen getan haben, auch noch einmal war da drin.
wir können Frieden finden, dass Jesus all unsere Sünden auf sein Schritt genommen hat. Und was sagt die Bibel noch über Frieden, Martha? Eigentlich ist es erst einmal sehr in Johannes 14, 27 sagt er, Frieden lud ich nicht, meine Frieden gebe ich nicht. Ich gebe ihn nicht so aus der Welt, jeft, lud ihn nicht der Hort, beurteile ich und verschiebt nicht. Wir sollen uns Gott nicht beurteilen. Der Frieden, was Jesus sei, hat er. Das sei, hat er in den Himmel geht. Das lässt er uns hängen. Der Frieden. Nicht von der Welt, aber was er uns ja. Und dieser Frieden von der Welt, dort habe ich diese letzte Weg, habe ich angefangen, eben nur zu denken. Die Welt will uns auch Frieden versprechen. Ich fange an zu lesen, was sagt die Welt von Frieden? Und ich schreibe euch bloß zum Utfingen im Internet, und was passiert, wenn ich dir innerlicher Frieden dann schreibe? Und du kommst nicht mal das erste Bibelfarge für. Du siehst die Bibel, wie voll du hast, die mäßig mal kann auswählen, was du anfängst von dir von der Bibel sei, so viel voll. Und du kommst nicht mal Bibelfarge nennen. Das wäre alles weltliche Dinge. Und dort ist viel von, ich losfange ein bisschen über zu lesen, dort sind die orientalische Religionen von China und von Indien und von den Ländern durchaus und den Jähnt, sie haben verschiedenste Religionen abgebüten. Sie wollen den Menschen Frieden versprechen. Sie wollen den sagen, wenn du dort und dort nicht bist, dann wollen wir die Frieden geben. Heidi, kannst du noch mal sagen, was sie sagen, Menschen am Frieden kriegen? Viele Menschen, überhaupt frühes oder mediales, die auch Männer, aber die Leute, man muss Sport machen oder Exercise. Und vielleicht die Augen zu machen, irgendwo im Wald setzen, und das geht alles bloß um den Körper. Oder die Fried, was du von der Sonne oder so. Und ich finde das so gut, was die Bibel sagt. Und Johannes, Jesus sagt, ich gehe, und ich lade nicht eine Geschichte hier, oder ich lade hier, dass ich hier gewesen bin, aber ich lade und meine Fried. Das ist hei jeft ans dei, hei es gegone, aber dort wird jeder Mensch brückt. Dort haft er uns hier geloten. Dort ist nicht das in Fried, was die Welt uns no, du brauchst nicht betonen, du brauchst einen schönen Barschen angehen, oder du kannst die da verreben und eine Zeit mit Gott haben, aber du kannst eigentlich, da wo du bist, kannst du zu Jesus sagen, du verspreizt in dein Wort, du lässt deine Fried, ich will das feilen, ich will das haben. Und in welcher wie anfangen, in Frieden zu leben. Ich weiß, das ist Johann, ihr seht, das Wichtigste ist, ein Anfang mit Jesus, geraten worden, das haben sie Sünde verheben. Aber was kann ich dort tun, wenn ich nur an geraten Christi, ich habe Jesus angenommen in mein Leben, und dort ich kann Frieden holen in mein Leben. Was sind einfach ganz praktische Dinge? Kannst du was sagen? Ich probiere es noch einmal von Markus 4 lesen, und dort sagt Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt zu seinen Jüngern, warum sehe ich so Angst? Habe ich noch einmal kein Glauben? Und wie wen erst du? Was ist meine Angst? Was für die Jünger, wie das gerade Sturm? Die Jünger, wir mit Jesus. Und da von uns Christen, wir sind auch mit Jesus. Aber die Frau ist uns persönlich. Wie wen sie noch einmal Angst? Da können sie sagen, like, dass ich mir erst nicht Gott plus mir das sieht, wenn ich bloß noch mal Geld habe, wenn ich mich kann befreien, wenn die Menschen mich auch so sehr gleichen. Oder warum, was macht uns Angst? Die Frau ist eine Frau. Jesus fragt seine Jünger. Warum sehe ich noch einmal Angst? Und dort erst, wir sind nicht stark im Glauben. Yeah. Wir vertrauen uns nicht. Fried, ja, wenn wir uns vertrauen an Jesus. Das ist die Sehne. Fried haben, dass wir das weiten, dass unsere Sünden, die sind verjäbt. Und du siehst, wie das auch glauben, wie die uns nicht einmal waren, und die Sünden auf uns abkommen. Aber wie Jorn trägt auch Jesus Frieden und Deiden, als er uns die Welt zu Gott haben. Schlag mir dann noch einmal hier an. Das darf nicht Fried. Ja. Was willst du sagen? Ich wollte gerade sagen, dass viele Menschen denken auch immer, sie möchten was schäupen, sie möchten was haben. Wenn sie ist dann dort und dort haben, dann wollen sie Frieden haben. Das nimmt nie ein Ende. Dein Haus wird bloß fallen, und deine Schaufs bloß fallen, und der Mensch ist bloß noch ladig. Ja. Wenn wir nicht regnen in der Bibel gehen, wo wir keine Frieden haben. Und was, Johann, was kannst du anzeigen? Was darf ein Mensch Frieden, oder was nimmt den Weg? Na, ein Ding ist, wo ich mich immer selbst verachten habe, eine Zeit, ich sehe immer, mit mir wird es nicht. Okay. Früher nehme ich für eine Sache down, dann sehe ich immer, mit mir wird es nicht. Man begegnet mir mit einem Freund.
Der sieht nicht für ein Wort, aber dann sieht er auf einmal zu mir, hey Freund, du machst dich nie, ich soll verachten. Dann sieht er mir so glücklich und das bleibt mir immer sagen. Und dann habe ich mir viel gehalten in Leben mit der Lupen, wo ich selbst nicht um Metall und wo ich dann wirklich einen Frieden über mich kriege, oder wo ich einen Trouble habe, einen großen Trouble, für verschiedene Troubles gehabt. Und dann, wo ich dann in Freund sagen, deutlich mehr, und sieht er denen, wir wollen zu Gott über die Sache reden. Immer war er, auch wenn er auch für uns so schwer das erste Mal das Haupt nicht, und immer war er ein Freund segen, wo du über beten kannst, und sagt, und dann auf einmal hast du dich einen Tag lang, Luther, dann immer hast du dich, fällt dir die Sache, war er wie, und hast eine ganze Zeit nicht über die Dachten, was eine Frau du warst, die Zeit. Das war ich. Ja. Und dort erklärt, dass der einzige Gott, was von Gott kommen kann, dieser Fried, dass er uns das geben kann. Ja, und das ist eine Sache, die von Berne kommt, das kannst du nur nicht schreiben. Und wie rede ich es, wie ein bisschen von der Time all reden, wie andere Sachen nach, was wir von reden der. Heidi, kannst du noch andere Sachen abnehmen, was von vielleicht ganz menschliche Dinge sein, aber was uns helfen kann, ein friedliches Leben zu führen? Na, ich denke, wenn man das Haus aufgeräumt hat oder man fällt einfach die Sache als rein in seinem Leben, in dort, wo du wohnst, wo du bist, dort hilft dir auch Fried. Oder wenn du ich habe auch eine andere Erfahrung an meiner Universität. Also ich studiere da ich ein paar Jahre zu eng und habe aber noch einmal nicht meine letzte Arbeit aufgegeben. In 3 Jahren habe ich immer wie im Film oder wie irgendwo reise, habe ich immer gedacht, das kann ich eigentlich nicht genießen, weil ich soll eigentlich noch an meine Arbeit setzen. Und nun habe ich für eine Zeit dort dann zu eng gemacht und das ist eine ganz andere Freude. Ich denke, dort dann gilt, wenn du nur nicht Schulden hast oder so, wenn du kein Mensch mit schuldig bist und nicht wegen Vergeben und wegen Geld, dann kannst du diese Frieden haben. Mhm. Martha, kannst du uns noch was mitteilen? Well, ich von was mich halten wird, wenn ich unzufrieden war, dankbar sein. Dankbar sein, checken, was hat Gott mir eure Chance. Erstens, Paul, dankbar sein für die Seligkeit, die ich mir hier Chance. Und dankbar sein, für Frieden hieß, dass wir eigentlich in Land für die Kriegen tun. Ich bin dankbar für meine Familie. Da sind so viele Dinge, wo einer kann dankbar für sein. Wenn einer sich bewusst tun lässt, einer ist fertig der Welt, der will einem alle wie in Hand reden. Und er verjagt einer für dankbar sein, dann wo wir fühlt sich an, wir haben unzufrieden dort. Ja. Und wir sind, waren am Schluss gekommen. Wir haben von dir über Frieden geredet und vielleicht haben wir schon ein bisschen die Taupause, was Frieden ist. Und ich möchte die Leute tauschen und hier am Mond merken, sieg den Frieden. Wenn du warst nicht hätten, alle in der Welt, die waren die alle in der Wiese und sahen, und sie waren die einen falschen Frieden versprechen. Check nicht nur so einen Frieden. Sieg nur den Frieden von Gott. Und sieg nur den Frieden, was Jesus dir geben konnte, das Johann erst am Anfang sieht, wenn einer hier rat ist, der wirkliche Däupe Frieden, dass er hat dir freundlich und gestrahlt. Und danach, wenn du ohne bist und vielleicht Troubles in deinem Leben und der will immer deinen Frieden kommen, fang an in der Bibel zu lesen. Zum Beispiel lesen mal in einem Psalm. Lese so lange, bis du einen Psalm fängst, wo das Fall Frieden und Fall Frieden redet. Und lass diesem Psalm einfach über die Rede, und dass er die Kommand merkt und Frieden geben. Wenn ich glaube, dort wird es lebendig, Gott sein wird es lebendig, und dort will er den Frieden geben. Ich möchte die Gottes Segen wünschen. Bis das nächste Mal. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.